im Buckingham Palace. Lösen Sie diesen Fall in 4 Tagen oder ich töte die Königin. Unterschrieben Professor James Moriarty. Eure Majestät, darf ich Ihnen den größten Detektiv aller Zeiten vorstellen? Sherlock Holmes und Dr. John Watson. Der Kinocast. Wollen wir starten? Ha? Übrigens, lass doch noch ein bisschen warten, ist ganz nett gerade. Genau, wenn dann eh noch Error kommt, ne? Ja, dann willkommen hier zur neuen Sendung vom Kinocast, mittlerweile Sendung 550. Wir haben bald die berühmte Hollywood-Telefonnummer und Sendung, die 555. Das kommt aber bald in circa 5 Wochen, würde ich mal so schätzen. Könnte aber auch sein. Gewagte Prognose. Ja, könnte sein, dadurch, dass wir ja mal kurzzeitig mal wegfahren und so, dass es irgendwie nicht ganz klappt mit der Aufnahme, aber gut. Ja, willkommen Kate, willkommen Chris hier. Hallo. In der lauschigen Runde. Und starten wir gleich mal mit unserem Top-Hit der Woche aus der Sneak Preview, den Film Holmes and Watson. Und wir haben natürlich später noch ein paar andere Filme für euch, ein bisschen Kino-News, nagelneuen Trailer für eine Serie, die ganz gut aussieht und Oscar-Check und alles Mögliche. Aber beginnen wir erstmal mit dem Film aus der Sneak Preview, nämlich Holmes and Watson mit John C. Reilly und Will Ferrell als Sherlock Holmes und Dr. Watson. ein Film von Ethan Coen, der nichts mit den Coen-Brüdern zu tun hat, sondern der hat eher so andere Filme in seiner Vita. Der hat zum Beispiel auch mal für Tropic Thunder ein bisschen was am Drehbuch gemacht, aber zuletzt hat er eher so Knast-Coach und sowas gemacht mit Will Ferrell und solche Geschichten. Also der ist eher nicht so in der Region unterwegs, in dem sich die Coen-Brüder bewegen. Lange Zeit war es irgendwie so, dass Will Ferrell und John C. Reilly, dass das die Besetzung nicht so ganz stand. Es sollte eigentlich erst jemand anders spielen und dann ist im letzten Moment dann die Besetzung so zustande gekommen. Ob das nun jetzt eine gute Idee war oder nicht, auf jeden Fall ist das so ein bisschen eine Verarsche von diesem typischen Sherlock Holmes und Dr. Watson Thema als Will Ferrell Comedy, wenn man es so nennen möchte. Es gibt dann auch gleich am Anfang eine Szene, in der der berühmte Schurke Dr. Moriarty vor Gericht steht und alle warten darauf, dass Sherlock Holmes auftaucht mit überzeugenden Beweisen, dass sie den Moriarty nun ein für alle Mal wegsperren können. Und Sherlock Holmes, also known as Will Ferrell, kommt dann so reingestürmt und sagt, der war es nicht, ich habe rausgefunden, warum er es nicht war, bringt eine hanebüchene Erklärung. Und später, also er muss dann freigelassen werden und später treten dann einige Morde auf in London, die aber so aussehen, als wären die von Dr. Moriarty verübt worden. Und Sherlock Holmes und Dr. Watson beginnen dann zu ermitteln, was jetzt eigentlich ganz nach einer halbwegs interessanten Geschichte klingt, ist eher so eine Aneinanderreihung von Sketchen oder absurden Situationen von John C. Reilly und Will Ferrell. Ja, die Sherlock-Holmes-Rolle sollte ja ursprünglich Sacha Baron Cohen spielen, der ja hier Borat und so, ne, bekannt ist. Ich weiß nicht, ob das besser funktioniert hätte. Auf jeden Fall muss ich sagen, während dem Film, während der Sneak Preview, war ich stellenweise ganz amüsiert, weil ich mag ja Will Ferrell. Aber ich glaube, ich hatte noch nie, dass ein Film so stark abgebaut hat in meiner Erinnerung, nachdem ich den gesehen habe, weil also mittlerweile bin ich an dem Punkt, wenn mir da Sachen einfallen, dachte ich, oh Gott, ey, warum hast du da gelacht? Also das ist wirklich, ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ja, der Kate geht es wahrscheinlich ganz arg schlecht dabei, weil die hat ihn ja nicht gesehen. Genau. was heißt stark abgebaut? Also jetzt, wo du gerade das mit Sacha Baron Cohen gesagt hast, das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert hätte mit John C. Reilly zusammen. Also, dass das gut harmoniert hätte. Weil ich finde da schon, dass die beiden einfach, die passen zusammen von der Art des Humors und vom Abgedrehtheit her. Und
Stark abgebaut, möchte ich jetzt so nicht sagen. Es ist mir so in Erinnerung geblieben, eigentlich die ganze Woche über, wie er war. Er war einfach blöd. aber auf so eine ganz komische, eigene Art komisch blöd. Also, ja, so diese Art Humor, die muss man mögen oder nicht. Es gibt mal Ausreißer nach oben, es gibt Ausreißer nach unten. Da waren sehr viele nach unten dabei, weil es teilweise echt bescheuert war. Also, ich saß halt echt auch dann so, haben sie nicht gemacht jetzt. Und dabei ist es nicht, dass es irgendwie so Pipi-Kaka-Humor groß ist, sondern es ist einfach nur dumm. Du hast gesagt, dumm. Ja, und Pipi-Kaka. Dumm und Pipi-Kaka teilweise. Aber es sind noch viele Witze einfach verreckt, wo man dann... Ja, natürlich. Natürlich, ganz gewaltig. Das war ganz furchtbar. Die oder für so andere Sachen sind mir extrem gut in Erinnerung geblieben. Wie zum Beispiel die plötzliche Musical-Einlage. Ja, das war ein witziger Einfall, ja. Wo ich auch gedacht habe, so, leck mich, aber haben sie nicht gemacht. Und, oder die Kampfszene, wo er alles durchrechnet, wenn er seine Pfeife hochwirft und so. Das fand ich richtig witzig. Richtig, ja. Und natürlich auch, dann aber auch wieder so Witze totgeritten, wie du es auch gerade schon gesagt hast. Ja. Einfach dieses, das hast du nicht selber gebacken. Doch, das habe ich gebacken. Nein, das hast du nicht. Doch, das habe ich. Nein, das hast du nicht. Doch, das hast du. Nein, das hast du nicht. Aber so wirklich bis zum geht nicht mehr. Und dann, ja, nee, für die Hand gibt es einen Backaufsatz oder einen Konditoraufsatz. Also, es war teilweise einfach so abstrus, doof und kann einem gefallen, muss einem nicht gefallen. Mir hat es teilweise wirklich gefallen. Das ist vielleicht das Schräge dann auch wieder an meinem Humor. Mir sind die negativen Sachen wahrscheinlich immer mal wieder in der letzten Woche dann immer mal wieder so ein bisschen in Erinnerung gekommen. Und da ist mir das alles wieder eingefallen, wie schlecht der eigentlich ist, der Film. Es hätte ja auch gut werden können. Ne? Man kann sowas ja ganz lustig machen. Es gibt ja so lustige Will Ferrell-Komödien. Ich habe mich auch gefreut, dass der kommt. Als es losging, habe ich gedacht, ach cool, der mit Will Ferrell. Aber ja, die negativen Sachen, die überwiegen hier einfach zu sehr jetzt bei mir in der Nachbetrachtung. Vielleicht sind die mir auch einfach stärker in Erinnerung geblieben. Aber als ich aus das nie rauskam oder als wir da noch drin saßen, war es eigentlich stellenweise ja ganz lustig. Ich meine, wir hatten auch schon ganz furchtbare Filme in der Sneak, die sich irgendwie gezogen haben, die langweilig waren. Hier war wenigstens mal ein bisschen was zu lachen drin und okay, ein paar Szenen, die jetzt überhaupt nicht gezündet haben, aber... Ja, oder auch, wo sie in der Dingsen hocken. Haben wir Ralph Fiennes als Moriarty erwähnt? Ja, achso, ne? Wir können eh mal auf die anderen Schauspieler noch eingehen. Also Ralph Fiennes als Moriarty Hugh Laurie, der Dr. House hat auch eine kleine Rolle. Rebecca Hall ist mit dabei. Steve Coogan ist auch mit dabei. Ja. Kelly McDonald aus Borgward. Was mir auch noch eine schöne Szene, die mir noch im Kopf geblieben ist, ist da, wo sie in der Kutsche sitzen und der Watson möchte ja Co-Detektiv werden. Und dann so, ja, lass uns Schach spielen. Und dann geht er das Schachspiel durch. So, ja, dann passiert das, dann passiert das, dann passiert das, dann machst du das, dann machst du das, dann ist oh ja, okay. Ich weiß bloß gerade nicht, ob das gut ist, wenn wir die wenigen witzigen Szenen hier schon auswalzen, weil der Film hatte eher weniger witzige Szenen und mehr so peinliche und so. Okay, falls das noch jemand bekommt in der Sneak Preview, wollen wir doch nicht die wenigen witzigen Szenen schon vorwegnehmen oder so. Ah ja, die Kate hat noch gar nichts gesagt. Du fandst ihn gut, oder? Das hätte doch gar ich habe ihn nicht gesehen. Ach so, stimmt. Stimmt, du warst ja gar nicht dabei. Ich war doch zu Hause. Ja. Aber jetzt hast du richtig Lust drauf, den zu sehen, oder? Oh, total. Ja, nicht. Übrigens, nachdem, habe ich jetzt gerade auch noch gelesen, wohl desaströsere Test-Screenings gab, hat Sony versucht, den Film an Netflix zu verkaufen und die haben abgelehnt. Ja, das habe ich auch irgendwo gelesen. Und der Martin hatte irgendwo kommentiert gehabt, der war ja auf der Filmwoche in München und da haben sie irgendwie, hier, bei der Münchner Filmwoche musste nach dem Trailer auch der Applaus regelrecht erzwungen werden. Oh je, das ist natürlich übel, wenn da irgendwie die Macher da sind und die Darsteller und dann zeigen sie die Trailer alle so, aha. So, ja, hier, give a hand. Clap your, naja, okay.
Oh, und wusstest du übrigens auch, dass es einen unterschiedlichen Anfang gibt in Nordamerika und in Europa? Das hast du ja auch gelesen. In den USA ist irgendwie mit Highschool irgendwas, ne? Genau, da lernen sie sich in der Highschool kennen und in der europäischen Version anders. Ich verrate es nicht, das heißt, ich spoilere zu viel. Dem Selbstmordversuch, sagen wir es mal so. Jetzt hast du es gesagt. Ja, super. Das ist die erste Szene, wirklich nicht. Ja. Aber macht vielleicht auch mehr Sinn, da um da ein bisschen, weil das macht ja nun überhaupt keinen Sinn mit Highschool, weil in London oder so, da gibt es eher diese Colleges da, aber jetzt keine Highschool oder so. Ne? Ja, das wäre eigentlich noch lustiger gewesen. Naja. Ach nee, irgendwie, also jetzt wirklich so in der Nachbetrachtung, der hat er bei mir so verloren, der Film irgendwie. Deswegen, ich weiß gar nicht mehr, was ich initial gegeben hatte. Auf jeden Fall ist der bei mir abgerutscht jetzt auf 4 Punkte und ich gebe keine Weiterempfehlung. Ich lag, glaube ich, direkt nach der Sneak lag ich, glaube ich, ein bisschen über der Mittellinie. Ich glaube bei 6 oder 7 Punkten, wenn ich mich recht erinnere. Was? Nein, ich glaube, du lagst bei 5 wie ich. Ja, war mir nicht mehr. Ja. Gut, dann bin ich ja nur um 1 Punkt abgerutscht, weil ich. Ich habe dann irgendwie gedacht, nee, ich kann den auch nicht weiterempfehlen, den Film. Also, wenn den jemand halt in der Sneak Preview bekommt, dann okay. Ich glaube, da immer jetzt sich irgendeine belgische Komödie oder hier ein belgisches Drama anguckt mit der Schauspielerin, die ich nicht leiden kann oder so, dann lieber den. Ja, letztens fragten ja die Kollegen von den Leinwandperlen, die wollen ja gern zu unserer 1000. Sneak kommen und haben dann so in unserer WhatsApp-Gruppe da so gesagt, ja, da kommt ja bestimmt ein Top-Film hier so. Ich habe gesagt, Moment, bei der 500. Sneak kam Louise Michel mit der belgischen Darstellerin, die ich nicht leiden kann. Ich würde da nicht drauf bauen, dass da ein Top-Film kommt zur 1000. Sneak hier. Ne? Ja. Abwarten, ich bin da in Verhandlungen. deswegen wäre ich mir da nicht zu sicher, dass da irgendwie ein richtiger Kracher kommt. Aber naja, jetzt gucken wir erstmal auf die Sneak Nummer 984. Also ich habe 4 Punkte, du hast 5 Punkte. Hast du auf Weiterempfehlen geklickt? Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe da noch gar nichts getan. Ich meine, bei 5 Punkten, manchmal ist es auch komisch bei der Endauswertung dann, geben die Leute eine schlechte Wertung, empfehlen den aber trotzdem weiter, so nach dem Motto, oh, der ist total schlecht, guck dir den mal an, ich kann dich nicht leiden. Ja, ich kenne jemanden, den ich nicht mag. Dem empfehle ich den. Vielleicht sollte man da noch hinzufügen, empfehle den Film weiter für jemanden, den der gefallen könnte oder so. Ja. Naja, also das, schwierig. Also ich denke mal, in der Rubrik Sneak-Filme oder schlechteste Sneak-Film wird er vielleicht mit vorne dabei sein, dann, falls es da eine. Ja, hat er auf jeden Fall Chancen. Mhm. So viel 0 Punkte, wie der schon einging, hat er Chancen. Mhm. Aber ich glaube, dieses Jahr liegt er noch gar. Also, ist er noch nicht so alt, aber. Sag mal, haben wir eigentlich eine Abstimmung gemacht für 2018? Beste und schlechteste? Haben wir nicht. Haben wir nicht. Sollten wir vielleicht mal machen. Weil wir haben die letztes Jahr gemacht und nie ausgewertet. Ach, stimmt. Stimmt. Also wir intern wissen es, aber die Sneak-Publikum weiß es nicht. Ja gut, so läuft's. Wie sehen denn die Tipps für morgen aus? Sind die denn ein bisschen erfolgversprechender? Bestimmt, weil der Tipp für morgen, für den Montag, den 28.01. für die Sneak 985 ist Stolperstein für eine Familie. Gibt es da schon irgendwelche Tipps eingegangen, Hinweise? Ja, wobei ich bei dem einen nicht sicher bin, ob es ein Witz ist. Also der erste Tipp ist der verlorene Sohn. Beim zweiten Tipp steht da die Frau von Bushido. Hm. Whatever. Dann wurde noch plötzlich Familie getippt, aber den hatten wir ja schon. Und Frau, Mutter, Tier und Nobody's Fool. Erik, wie viel hast du getippt? Wie gut ist deine Beziehung, wurde noch getippt. Ja, alles, was irgendwie mit Familie zu tun hat. Ja, also wo halt irgendwas passiert, was die Familie ein bisschen ins Tudeln bringt, ne, was jetzt demnächst anläuft. Mal gucken. Also ist diesmal ein sehr schwammiger Tipp. Der letzte Woche war etwas präziser. Der war zu einfach letzte Woche. Passt, ja. Naja, dann gucken wir doch mal weiter. Ihr habt ja letzte Woche so einen Hinweis bekommen von jemandem, von dem Alexei, war das Alexei? Bin mir gerade nicht sicher. Ja. Gucken wir mal rein. Wegen einem Film, der heißt Freedom Writers, wo er quasi eine wärmste Empfehlung an euch abgegeben hat, dass ihr den doch mal gucken sollt und speziell an dich, Chris. Er hat eher gefragt, wie ich ihn fand. Ja.
So ist richtig. Ja, da, wie du ihn fandest und du hast ihn noch gar nicht gesehen gehabt. Ich kannte ihn. Achso. Du hattest ihn nicht gesehen gehabt, Erik, dachte ich. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, nee. Aber ich dachte, wir sollten ihn als Hausaufgabe für heute gucken. Ich habe es nicht geschafft, leider. Ich habe ihn extra geguckt. Ich habe meine Ausrede wieder. Meine Hausaufgaben hat der Hund gefressen. Ja. Das würde ich dem Teddy zutrauen. So, naja, jetzt höre ich mir erstmal an, was ihr zu dem Film zu sagen habt, dann entscheide ich, ob ich was, den was, was für eine billige Ausrede hier. Ist ja unfassbar. Freedom Writers, ja, geht um eine wahre Geschichte, die sich in den USA zugetragen hat. Wir lernen die Lehrerin Erin Gruwell kennen, die eine relativ schwierige Klasse übernimmt in der Woodrow High School in Long Beach und weiß auch noch nicht, was da jetzt auf sie zukommt. Und es ist eine ziemlich gemischte Klasse aus Afroamerikanern, Latinos, Asiaten, ein Weißer. Und es geht eigentlich nur um das eigene Befinden der Kids die ganze Zeit. Das ist nur meine Gruppe und diese Gruppe und wir leben alle auf der Straße oder die meisten leben irgendwie auf der Straße und Rassenunruhen sind auch noch, wobei ich diesen Rassenbegriff immer ganz arg bescheuert finde. Der Kampf ums Überleben in den Gangs und was weiß ich was alles und sie fängt eben als neue Lehrerin an, ist voller Idealismus, voller Euphorie, voller Power, hat einen Ehemann, der dahinter steht, einen Vater, der nicht so dahinter steht. Und ja, es geht halt darum, dass die versucht, einen Zugang zu den Kids zu bekommen und die quasi anders vorzubereiten aufs Leben nach der Schule. Und ihr gelingt es tatsächlich auch, weil sie den Vorschlag macht oder einfach die Sache mitbringt, dass die Kids ihren Alltag aufschreiben sollen. Also die kriegen Hefte und sollen dann das aufschreiben, bespricht dann mit ihnen auch den Holocaust, geht da auf diese Sache ein. Das ist auch eine interessante Frage dann so, wer von euch wurde schon mal angeschossen oder auf wem wurde schon mal geschossen und wer von euch kennt den Holocaust mit auch so ein bisschen erschreckenden Ergebnissen. Und ja, es geht halt wirklich darum zu sehen, wie die Klasse und die Lehrerin zusammenwachsen und während sie volles Engagement bringt, wie ihr Privatleben dabei auch noch nebenher zusammenbricht. Ja, mehr möchte ich eigentlich gar nicht groß verraten, weil es ist ein Film, den ich eigentlich wirklich auch empfehlen kann. Also das ist auch, ich kannte ihn ja schon, ich habe ihn jetzt das zweite Mal gesehen, Hilary Swank in der Hauptrolle, Patrick Dempsey spielt auch noch mit und wie heißt die von Dingsen? Ich weiß nicht, wie Kate die Schauspielerin heißt, aber sie spielt Professor Umbridge in Harry Potter. Ist es nicht Imelda Staunton? Ja, kann sein. Ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt. Okay. Ja, also wie gesagt, es ist eine echt rührende Geschichte, echt cool erzählt auch. Mein größter Kritikpunkt sind diese Sprünge, die der Film teilweise immer zwischendrin macht. Das hat mich damals schon gestört, das hat mich jetzt wieder gestört. Es ist einfach so dieses, ja, jetzt haben wir diesen Zeitraum, jetzt haben wir diesen Zeitraum, aber was in dem anderen Zeitraum dazwischen quasi passiert, also so, jetzt haben wir dieses Semester, jetzt haben wir das Semester, was dazwischen drin passiert und dass da keiner irgendwie auf der Strecke bleibt, das fand ich ein bisschen unrealistisch, muss ich ehrlich sagen. Ansonsten, wie gesagt, sehr schön erzählte Geschichte, auch mit den ganzen Facetten, wie es halt auch einfach sein kann, mir sind ganz andere Sachen jetzt beim zweiten Mal schauen aufgefallen, die mir beim ersten Mal schauen nicht aufgefallen sind. Zum Beispiel, dass es, ich glaube, das kann ich jetzt spoilerfrei erzählen, das ist einfach mal was, worauf man auch achten soll in dem Film. Es gibt so ein paar Kasper in der Klasse, klar, einer davon ist Jamal und Jamal hat eigentlich immer eine Mütze auf. Und Jamal sitzt dann im Unterricht und hat keine Mütze mehr auf, einfach auch weil, klar, Miss G, also Miss Gruwell gesagt hat, hey, Mützen im Unterricht, und dann hat er mal keine auf und dann wird im Klassenzimmer eine Zeichnung von Jamal rumgereicht und er bekommt die dann auch in die Hand und setzt sofort seine Mütze auf. Geht sofort in den Schutzmechanismus also und das finde ich was sehr, sehr gut dann dargestellt ist, weil sowas erlebe ich halt an der Schule auch tagtäglich wirklich, dass Kids halt unterschiedliche Rucksäcke mit sich rumtragen. Und dann eben auch
mal so eine Mütze oder so oder eine Kapuze einfach haben, um für ihre eigene Sicherheit, auch ganz unbewusst. Leider ist es vielen Kollegen von mir immer noch ein völliges Rätsel, wie das sein kann. Und die bestehen dann drauf, dass man die Mütze abzieht und gibt dann große, große Streitdiskussionen. Mir persönlich ist es völlig wurscht, ob der mit Mütze da hockt, ohne Mütze. Solange er einen Kopf auf hat, ist alles gut. Weil du ja wahrscheinlich selber auch eine Mütze auf hast, oder? Du hast ja sehr oft eine Basecap auf. Ja, aber nicht in der Schule. Also Ich glaube, wenn ich das jetzt noch machen würde, würden meine Kollegen völlig ausflippen. Okay. Ich meine, ich bin jetzt in der Position, wo ich sagen kann, ja, dann flippt halt aus, ist mir doch scheißegal. Aber trotzdem, man muss es ja nicht, ja, wie gesagt, da halte ich mich noch zurück, das zu machen. Da haben sie mich noch nicht arg genug geärgert. Aber das sind einfach so kleine Sachen, so wirklich Winzigkeiten, die einem da auffallen, wenn man es ein zweites Mal anschaut. Und sehr cool erzählt. Wie gesagt, mir waren die Sprünge teilweise ein bisschen zu lang und zu groß. Und deswegen gab es da so bei mir ein bisschen Abzug. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es Kate gesehen hat. Also ich habe den Film zum ersten Mal gesehen. Ich weiß nicht warum, weil er eigentlich ziemlich gut ist. Der ist sogar verdammt gut. Ich finde es schade, dass ich ihn nicht viel früher gesehen habe, weil auch hier, wie der Chris sagt, ich habe da so Parallelen auch zu dem gesehen, was er mir heute von der Schule erzählt. Ne? Also gerade die Geschichte mit der Mütze zum Beispiel. Das ist, ja, wir sehen das und dann guckt er mich an und sagt, ja, guck mal, Finn hat die Mütze aufgezogen. Ist ja klar, der versteckt sich wieder. Ja? Ganz Defensivmechanismus. Schutz aufbauen. Ne? Also das ist ja eigentlich ein ganz, ganz offenes Zeichen und das ist halt heute immer noch so. Und wie er schon sagt, es gibt Lehrer, die haben da gar keine Empathie für, das zu erkennen und das zu sehen und das ist echt schade. Und deswegen ist der Film, also grundsätzlich von der Art her auch mit schwierigen Klassen, das gibt's heute immer noch. Ja? mehr denn je. Mehr denn je, ja. Das ist ja immer noch komplett aktuell. Was mich zum Beispiel auch an dem Film erstaunt hat oder was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war die Darstellung von Hilary Swanks Privatleben in dem Fall. Weil sie hat sich engagiert, sie hat wollte ihre Klasse wo in die richtige Bahn lenken. Und als sie dann gemerkt hat, dass sie auch mitziehen, hat sie sich da auch noch mehr engagiert. Und damit kommt halt nicht jeder klar, wie man auch jetzt dadurch festgestellt hat in dem Film. Weil ihr Mann ja dann sich so quasi so ein bisschen von ihr abwendet. Wie weit, das sage ich jetzt nicht, weil der Film will ja noch ein paar Leute vielleicht sehen. Aber ich fand es da gut dargestellt, weil das ist wieder dieses nicht stolz auf andere sein, sondern immer nur sich selbst sehen. Und wenn meine Frau halt nicht das tut, was ich gern jetzt hätte, was sie für mich tut und dass sie abends mit mir auf dem Sofa sitzt, sondern weil sie sich irgendwo engagiert und noch abends in der Schule ist, um mit irgendwelchen Schülern zu lernen, dann bin ich ja allein daheim. Und dieses nicht vorhandene Verständnis für eine Leidenschaft oder für eine Passion, die jemand hat, das wird, finde ich, da extrem gut dargestellt. Und auch das ist immer noch aktuell heute. Also ich finde, diesen Film kann man komplett ins Jetzt nehmen. Den könnte man genauso, wie er ist, im heutigen Zeitalter spielen lassen. Ja? Der ist von 2007, muss ich vielleicht noch kurz sagen. Ja, eben. Und jetzt haben wir 2019. Das ist ganz genau immer noch so. Ja, klar, also die Grundthematik mit diesen Rassendiskriminierung, was da an der Schule abging, das ist vielleicht jetzt aktuell nicht mehr ganz so krass, aber da haben wir zum Beispiel die Thematik mit den Flüchtlingen wieder. Ja, das kann man aufs Heute übertragen. Also ich fand den Film wirklich großartig. Ich habe noch während dem Film auf Letterboxd meine Stimme abgegeben und geschrieben, dass ich ihn heute gesehen habe. Und ja, absolute Empfehlung. Auch, glaube ich, gutes Unterrichtsmaterial. Kann man auch mal in der Klasse zeigen, glaube ich. Ich habe vom Erik noch im Hinterkopf so dieser Vergleich zu Dangerous Minds. Oder Club der Toten Dichter, oder? Ja. Also Club der Toten Dichter ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja. Dangerous Minds ist ja auch eher so dieser Film mit, Ghetto.
Schwierige ja. Klasse, engagierte Lehrerin. Ist auch geiler trotzdem, Soundtrack. Ja, extrem. Aber muss man auch bei Freedom Writers sagen, hat auch einen sehr guten Soundtrack. Mhm. Wird dir auf jeden Fall gefallen. Ich habe da was von Tupac gelesen in der Filmbeschreibung. Ja. Tupac. Das ist natürlich gut. Hm. Ja, also wie gesagt, gehört auf jeden Fall für mich in die Reihe mit rein. Zu Dangerous Minds Sachen und so. Es ist sehr, sehr schön, es ist teilweise vielleicht auch zu schön, um wirklich wahr zu sein. Wie gesagt, einfach das, oh, wir alle leben so im Bandenkrieg und oh, alles ist so hart und aber alle überleben es irgendwie. Hm. Und keiner hat wirklich andere große Probleme. So, werde mal noch gucken. Du solltest den auf jeden Fall noch anschauen. Klingt alles sehr gut, was ihr da erzählt. Schau dir das auf jeden Fall an. Wenn man in diese Sparte eh reinschauen möchte, also Dangerous Minds kann ich da auch nur empfehlen. Was ich noch empfehlen kann, ist Coach Carter. Mhm. Ich weiß nicht, wem dem was sagt. Das sagt mir was. Ist das mit Kevin Costner irgendwie? Nein, das ist mit Samuel L. Jackson. Ah, genau, da gab es irgendwie... Ach nee, das war das andere mit der Mannschaft da. Aber worum ging es da? Um welche Mannschaft? War das da eine Schule auch? Oder eine da ging es aber um einen Basketballtrainer, Ken Carter, der die Schüler nicht hat Basketball spielen lassen, wenn die schulischen Leistungen nicht gestimmt haben. Ah, gut. Genau. Und genau. Kann ich auch eine Serie empfehlen. Last Chance You auf Netflix. Da geht es um Footballspieler. Okay. Und die haben halt auch so ihre Probleme. Die haben da so eine Counselorin, die sich darum kümmert, dass sie quasi... dass für die nicht nur Football auf Platz 1 ist, sondern dass die sich auch um die schulischen Sachen kümmern und so. Das ist auch sehr, sehr interessant. Also eine echte Doku, ja. Also nicht hier so irgendwie kein Film oder so. Und den zweiten Film, den ich da, oder dritten Film, den ich eigentlich auch noch kurz empfehlen möchte, ist Der knallharte Prinzipal. Im Original Lean on Me. Der ist aus 1989. Mit dem Dan Aykroyd war das? Nee, wie hieß er? Der? Mit wem war der? Morgan Freeman in der Hauptrolle. Nee, dann bringe ich es auch wieder durcheinander. Wie hieß denn der? Der hieß im Deutschen Der Prinzipal. Irgendwie einer gegen alle oder so ähnlich. Warte mal. Das kann sein, ja. Mit Jim Belushi war es, ja. Jim Belushi, ja. Aber, nee, also wie gesagt, das ist dann der knallharte Prinzipal. Lean on Me, Schulleiter, der wirklich die katastrophalen Zustände der Schule aufräumt und von den Eltern extrem viel Kritik abbekommt und alles, weil die überhaupt nicht damit einverstanden sind, aber die Kids feiern ihn eigentlich mehr oder weniger. Das ist auch so eine sehr coole Geschichte. Das ist auch einer der Filme, die mir sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben sind. Also die würde ich einfach zu dem Thema noch weiterempfehlen. Und ansonsten, ich habe ihm jetzt, weil wir ja bewerten, habe ich Freedom Writers mit 7 Punkten von 10 bewertet. Kannst du mir bitte den letzten mit dem Prinzipal nochmal sagen? Ich will den hier in die Shownotes schreiben. Wie ist der? Der knallharte Prinzipal. Der knallharte Prinzipal, siehst du. Im Original Lean on Me. Ist da auch Lean das Lied dabei? Ja, wollte gerade sagen. Ja, das Lied ist auch bei, genau. Okay, das habe ich auch notiert. Dabei. Kann man auch die Netflix-Serie mit reinschmeißen. Cool. Da habt ihr jetzt, liebe Hörer, da habt ihr jetzt viele Tipps für die kommenden Tage und Wochen, falls ihr euch da in der Richtung mal was geben wollt. Dann mache ich mal weiter. Das Intro, Chris. Jetzt brauchst du das Intro. Sag mal. Der Oscar-Check. Genau, vielen Dank. Oscar-Check Nummer 1. Ich habe First Man geschaut. Denn First Man hat mir auch sogar mal getippt gehabt, eine Sneak Preview kam natürlich nicht, war viel zu gut, glaube ich, für die Sneak Preview. Ist der neue Film von Damien Chazelle, den wir letztes Jahr schon bei den Oscars hatten, in der Nominierung, nämlich mit La La Land. Und davor ist er auch schon aktiv gewesen mit einem sehr, sehr guten Film, der auch in Oscars vertreten war, nämlich Whiplash. Und dieser junge Mann hat anscheinend wirklich so ein goldenes Händchen, was Filme und Filmemachen angeht. Wenn jetzt schon sein nächster Film, nämlich Aufbruch zum Mond, heißt er im Deutschen First Man, hier auch schon wieder im Oscar-Rennen eine Rolle spielt. Allerdings nicht in den wirklich wichtigen Kategorien, wie ich finde, sondern eher nominiert für Best Production Design, Sound Editing, Sound Mixing und Visual Effects. Und das war es auch schon. Also nur die 4 Kategorien. Während er, ich glaube, bei den Golden Globes war noch für andere Sachen mit nominiert gewesen. Da war auch zum Beispiel für beste Supporting Actress, also Nebendarstellerin für Claire Foy.
nominiert, aber dazu komme ich etwas später. Hauptrolle spielt Ryan Gosling, Nebenrolle oder seine Frau spielt Claire Foy, die schon erwähnte. Corey Stoll spielt Buzz Aldrin. Kyle Chandler spielt noch mit. Der spielt so einen Testpiloten Deke Slayton, der dann auch so ein bisschen Mission Control und sowas macht. Und es geht um die Landung auf dem Mond, kurz gesagt. Nämlich die berühmte One Small Step for a Man, but a Giant Leap for Mankind Landung von Neil Armstrong. Und wir begleiten Neil Armstrong hier von seinen ersten Schritten innerhalb der NASA bis hin zur Landung auf dem Mond. Und das Ganze, was da noch mit zusammenhängt, nämlich dass viele von seinen Freunden, die auch im NASA im Weltraumprogramm sind, eben nicht überleben, weil da eben auch viel schief geht. Einige sterben halt, verbrennen in der Kapsel noch auf der Startbahn, auf der Startrampe. Und das wird halt alles erzählt, auch so sein Familienleben mit Claire Foy und seinen Söhnen, wie die damit umgehen, dass eben das nicht sicher ist, ob er da überhaupt wiederkommt. Oder jedes Mal, wenn er sich irgendwie auf eine Mission begibt, ist ja nicht klar, ob er wieder zurückkommt. Weil damals, die Technik war halt einfach auch bei Weitem noch nicht so weit. Da war halt sehr, sehr viel auch Glückssache dabei. Man hat versucht, viel zu eliminieren an Möglichkeiten, dass was schiefgehen kann. Aber natürlich, ich meine, deswegen ist es halt auch so schwierig, das ganze Thema Raumfahrt. Deswegen passiert auch immer noch was, obwohl man heutzutage ganz andere Möglichkeiten der Qualitätskontrolle und Überwachung hat. Aber darum geht es halt in diesem Film, von seiner ersten Bewerbung und das, was er vorher gemacht hat, über die ganzen Tests, die gemacht werden, bis hin zur Landung auf dem Mond und wie heikel das eigentlich alles war, dass sie eigentlich fast abgebrochen hätten. Und was mir hier ein bisschen gefehlt hat, also einer meiner Lieblingsfilme ist immer noch The Right Stuff, der Stoff, aus dem die Helden sind, deutscher Titel, wo es darum geht, wie von den ersten X1-Versuchen, Überschallgeschwindigkeitsversuchen bis hin zu Weltraummissionen, verschiedene Personen begleitet werden. Was dort aber mit einer, wo dort die Personen richtig interessant und nahbar gemacht werden, sodass man richtig mit denen mitfiebert, finde ich, gelingt diesem Film hier leider nicht. Es ist zwar an irgendeinem Punkt auch ein bisschen spannend, aber so wie Neil Armstrong hier und seine Leute verkörpert werden, auch speziell auch Buzz Aldrin, ist es eher so, dass man denkt, das sind halt Raumpiloten und mal ehrlich gesagt, man kennt ja die Story. Ja, man weiß ja, wie das ausgegangen ist, dass das irgendwie gut gegangen ist. Es ist ja nicht Apollo 13, damals hier Tom Hanks und so weiter, wo man gesagt hat, das ist wirklich schief gegangen. Wie haben die jetzt dieses Problem gelöst? Sondern hier geht es darum, um das, was wahrscheinlich jedes kleine Kind auf der Welt weiß, dass da irgendwann mal Menschen auf dem Mond waren, bis auf irgendwelche Bekloppte, die da eine Verschwörungstheorie vermuten. Jeder weiß, das ist irgendwie gut gegangen und man guckt sich das an und das, was mich dann aber so ein bisschen mitgerissen hat, war so die Art, wie es gedreht war. Denn es war so ein quasi dokumentarischer Stil. Teilweise hatte ich das Gefühl, es wurden auch so alte Kameras eingesetzt. Das war so ein bisschen so ein Graining zu sehen, so ein grisselig, wie man das damals halt kannte, die Aufnahmen. Ja, wenn die dann hoch auf die Startrampe gegangen sind und dann auch die Aufnahmen während des Fluges und die Aufnahmen dann auf dem Mond, hatte ich auch so das Gefühl, da wurden so Kameras eingesetzt wie von damals. Und dann in dem Moment, wo die auf dem Mond landen, macht auf einmal die Perspektive auf, sodass dann wirklich so ein übelster Widescreen, so ein ganz, ich weiß nicht, CinemaScope oder ich weiß nicht, im IMAX kommt das bestimmt total geil. Also richtig volles Breitbild, sodass du wirklich diese ganze Mondlandschaft mit einmal siehst. Und das war visuell sehr, sehr überwältigend. Wie gesagt, mir hat insgesamt das Drama in der Geschichte gefehlt. Das, was ja Giselle ziemlich gut gemacht hat bei La La Land auch, wo so diese Liebesgeschichte war, die jetzt bei weit entfernt von perfekt war,
am Anfang sah sie perfekt aus, aber dann kamen halt immer mehr Sachen rein, wo man sagt, wie geht das jetzt weiter? Genauso Whiplash, den hast du ja auch gesehen, Kate, ne? Mit dem Schlagzeuger. Also, das ist ja quasi das Sinnbild für Drama jetzt in letzter Zeit irgendwie im Kino gewesen, ja. Wie der damit klarkommt, mit diesem psychischen Druck und wie sich das dann auflöst und wie sich das dann nochmal wieder aufschaukelt und da war hier von nichts, aber auch gar nichts. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hatte, dass nun die Personen selber, die porträtiert werden in der Biografie, dass die hier mitgewirkt haben und nun nicht hier irgendwie nennenswertes Drama hier sehen wollten, irgendwelche Geschichten mit ihrer Frau oder irgendwas, aber da war einfach fast nichts davon da. Das ging sogar so weit, dass ich hier sagen würde, dass Ryan Gosling hier die schlechteste von seinen jemals von mir gesehenen Rollen spielt, weil er einfach wirklich nichts zeigen konnte. Er konnte nichts zeigen. Er durfte quasi nicht, ja, ne? Er spielt das so stoisch runter, aber wer mich wahnsinnig überzeugt hat, ist Claire Foy. Und das überrascht mich, dass sie hier keine Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin bekommen hat. Bei den Golden Globes hat sie ja wenigstens Nominierungen bekommen. Also die hat ja den Film wirklich ein bisschen auf ein Level gehoben, immer mal mit ihren Szenen. Aber sonst war mir da einfach zu wenig drin. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz einen Blick hier reinwerfen, was ich dem gegeben habe. Ich habe bei Letterboxd habe ich 3,5 von 5 Sternen gegeben. Also ich denke mal, das entspricht so, weiß nicht, 3,5 sind 7, ne? Ja, 3,5 mal 2. Ist doch Mathelehrer gerade. Ja, aber sehen würde ich den trotzdem auch noch gern, auch wenn du jetzt nicht 100% davon überzeugt bist. Ich weiß bloß nicht, wie er dann vielleicht zu Hause wirkt, weil hier haben gerade eben diese technischen Finessen, dass dann eben die Leinwand so aufmacht und so, die haben nochmal gezündet, dass man zumindest visuell mitgenommen war. Sieht das gut aus und so. Ich weiß nicht, ob der überhaupt fürs Homekino gedacht ist. Und da ist halt einfach, man weiß halt, ja, die sind zurückgekommen und man weiß, ja. Ja, die Dramaturgie fehlt einfach, ne? Ich meine, da gibt es Biopics, da kann man halt noch ein bisschen mehr Schärfe reinbringen und dann hätte man das vielleicht über die Personen noch machen müssen, dass da mehr Schärfe drin ist oder vielleicht auch über die Auswahl. Da wurde ja auch schon diverse Male gescherzt, so im Internet, so nach dem Motto, ja, stell dir mal vor, du fliegst auf den Mond, alles ist risikoreich und dann bist du derjenige, der in der Umlaufbahn bleiben muss, während die anderen zwei mit der Mondfähre da runterfliegen und was machst du da? Wie blöd musst du dich fühlen? Kreise ziehen. Ja, ich meine, da hätte man ja auch so viel draus machen können, ja, dass die irgendwie noch, aber nein, Naja, aber also visuell sehr, sehr schön gemacht, sehr, sehr gut. Aber storymäßig ein bisschen hinten dran, finde ich. Ja, das war mein Oscar-Check zu First Man, Aufbruch zum Mond. Und der Chris hat hier zwei Filme geschaut. Ja, ja. Ich glaube, die sind kurz abgehandelt. Okay, der erste, weiß ich nicht, ich glaube, da können wir ein bisschen diskutieren. Ja, können wir sehr gerne diskutieren. Den habe ich auf Empfehlung von dir geschaut, mein Freund. Ja. Fistfight. Sollen wir den kurz machen? Ja, hast du vielleicht den falschen Fistfight geguckt? Sehr gerne. Nee, das ist der Fistfight mit Ice Cube. Ah, das war nicht kein Pornfilm oder so. Nicht, dass du dich da verklickt hast irgendwo. Nee, da hätte er wahrscheinlich mehr Punkte bekommen. So. Fistfight, auch so ein Schulfilm. Für mich einer der, kann ich gleich sagen, schlechtesten Filme, die ich seit langem gesehen habe. What? Ja. Es geht darum, es ist der letzte Tag vor den Ferien, auch wieder Schule, die Kids drehen ein bisschen durch, die Schule muss Geld sparen, deswegen werden Lehrer entlassen und dann lernt man Andy Campbell kennen, gespielt von Charlie Day, der so ein bisschen der, Englischlehrer, so glaubst du, ach ja, bla 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 bla, so ein bisschen so also im Schwäbischen würde man sagen, ein Lellebebbel. Aber einfach so ein richtiger Lellebebbel. Und dem sein einer Kollege, Strickland, gespielt von Ice Cube, ist Geschichtslehrer. Und das ist halt so ein ganz knallharter, der schreit Schüler an, der wirft Sachen rum, der flippt regelmäßig aus. Also eher so wie du, oder? Nee, du machst nicht Geschichte. Das ist der Unterschied. Ich mache nicht Geschichte, ich bin eher der Lehrer, mit mir ist doch scheißegal.
Ja, und wie es halt so ist, es gibt eine dumme Situation. Beide müssen beim Direktor antanzen. und dann verpfeift Campbell eben Strickland und daraufhin werden eigentlich beide entlassen. dann wird doch nur Strickland entlassen und dann sagt Strickland, boah, du hast mich verraten, das macht man unter Lehrern nicht und was weiß ich was. Und nach der Schule, nach der Schule, wir werden uns prügeln. Und das beginnt dann quasi die Flucht an dem Vormittag von Campbell und dialogtechnisch ist das, war das teilweise schlimmer wie Antworten, die ich in Klassenarbeiten lese. Also das war ganz, ganz, ganz mies. Es war weder lustig noch irgendwie untermauert. Ich habe so viele Sachen zeitlich überhaupt nicht einordnen können. Zwischenzeitlich hocken sie im Gefängnis. Warum? Weil, was weiß ich was, aber wenn ich im Gefängnis hocke, kann ich nicht mehr zurück an die Schule, wo der Kampf stattfinden soll. Dann ruft er bei der Polizei an und sagt, oh mein Gott, ja, ich soll verprügelt werden, was soll ich machen? Und die Polizei lacht ihn nur aus. Boah. Also, mich hat der Film in seinen, wie lang geht er, 90 Minuten, 95 Minuten, 96, 91 Minuten, 91 Minuten, naja, eigentlich hat er mich 92 Minuten genervt, weil er mich noch eine Minute nachgenervt hat. Also so eine gequirlte Kacke habe ich seit langem nicht gesehen. Das ist echt so schlimm. Sieht man mal, wie die Meinungen da auseinandergehen. Ich habe mich nämlich total amüsiert bei dem Film. Warum? Wir haben den am 5. März 2017 haben wir den schon in der Sendung besprochen. Also ich habe den besprochen. Da hatten wir übrigens als Sneak Preview Wolves at the Door. Könnt ihr euch an den erinnern? Oh, der war furchtbar. Ja, ich nehme mich gar nicht mehr. Ich habe keine Erinnerung. An Wolves at the Door oder an First Fight? Ich kann den ja auch gar nicht in Erinnerung haben, weil ich habe den, glaube ich, nicht gesehen, weil ich habe keine Wertung gegeben. Also nehme ich mal an, ich war da irgendwie nicht. ihr beide habt jeweils einen Punkt gegeben. Ach doch, das war ja, doch Wolves der, at the Door war doch die Charles Geschichte Manson. Mit den Charles Manson Überfällen auf die Hollywood Familien. Hills, ja. Ich habe First Fight 8 Punkte gegeben und ich kann dir auch erklären, warum. Zum einen mag ich Charlie Day total und Ice Cube sowieso. Ich habe das auch im Original geguckt und ey, ich habe mich da kaputt gelacht. Es ist auch von der Machart her, sind da sehr viele so Szenen drin, weil auch so Produzenten mit dabei sind von It's Always Sunny in Philadelphia, wo teilweise, ja, also dann wird dir die Serie wahrscheinlich auch nicht gefallen, nehme ich mal an. Doch, das finde ich cool, ja. Das mag ich. Ja. Weil da sind ja auch so abgedrehte Sachen dabei, wie dass er eines Tages mal auf die Idee kommt, so, hey, hast du mal gesehen, hier die Benzinpreise, die steigen ja immer weiter, ey, lass uns doch da mal ein Geschäft machen. Dann gehen sie mit irgendwelchen Ölfässern zur Tankstelle, befüllen die, wollen die dann irgendwie einen Monat liegen lassen, um dann mit dem Ölfass vor der Einfahrt zur Tankstelle zu stehen, um den Leuten ihr eigenes Benzin zu verkaufen, günstiger ein bisschen als die. Solche absurden Sachen passieren da und hier halt auch. Also ich habe mich da echt kaputt gelacht. Vielleicht war es ja auch der Kinoeffekt, wenn du mit Leuten im Kino sitzt und alles lacht. Kann also, auch sein. Ganz ehrlich, Charlie Day versucht in dem Film oder wirkt in dem Film wie so eine schlechte Kopie von Bradley Cooper zu sein. Ganz mies. Also okay. Ich fand es ganz mies, vielleicht schauspielertechnisch. Muss ich hier nochmal gucken vielleicht. Jillian Bell spielt auch mit, die Lehrerin mit, oh, mit dem Schüler würde ich gerne mal ficken. Oh, den würde ich auch gerne mal ficken. Oh, ich glaube, ich bin schwanger von einem Schüler. Hey, was für eine gequirlte Scheiße. Hey, Erik, warst du unter Drogen, als du das gesehen hast? Ich lach mich ja jetzt schon kaputt, wenn du es erzählst. Hast du wieder ein Glas Cola getrunken vor dem Film, oder was? Ich fand das lustig. Oh, das lustig. Und das war, wo ich damals im Kino war, haben die anderen auch gelacht. Aus Mitleid wahrscheinlich. Ich kann mich erinnern, es war echt eine gute Stimmung im Kino. Da. Ja, vielleicht ist das auch so dieser gruppendynamische Effekt, dass man dann ja, wahrscheinlich. Wie in der Sneak manchmal, wie jetzt hier Holmes und Watson, wo alles ein bisschen gelacht hat und so. Ja, wer weiß. Also vielleicht muss ich den auch nochmal gucken. Vielleicht. Nee, vielleicht erspart dir doch einfach die Zeit. Also. Nee, ich glaube, ich gucke dir nochmal. Du hast mir jetzt gerade wieder so viel mit den Szenen hier. Ich gucke dir nochmal. Aber erstmal gucke ich Freedom Writers. Wenn die Schulwochen beginnen, gucke ich erst Freedom Writers und dann. jetzt hätte ich beide gesagt, Kill the Boss. Fistfight. Ja. Ja, nein. Magst du dein zweites Highlight noch machen?
Oh ja, mein zweites Highlight, weil ich ja... Den kenne ich nämlich noch nicht, vielleicht muss ich den auch gucken. Diese Woche, das ist ein Film, den musst du unbedingt sehen. Erik, bei deinem Humor musst du den sehen. Boah, ja, ich glaube, das lange jetzt so ein bisschen abwertend, ich weiß nicht. Nein! Ich war ja am Donnerstag krank zu Hause und habe die Zeit genutzt für eine Perle der deutschen Filmkunst. Und zwar habe ich gesehen den schönen Film Hot Dog mit Til Schweiger und Matthias Schweighöfer. Ach, der ist das. Ach, der. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, ja. Ach, der Deutsche. Ach, hier, jetzt. Ja, ich wusste erst nicht, welchen du meinst. Ach, du Scheiße. Also, ach, du Scheiße. Ist das wieder so ein Schweiger-Vehikel hier? 100 Minuten. Ich hatte Nackenschmerzen vom Kopfschütteln. Spielen wieder die üblichen Verdächtigen mit, hier und seine Tochter und so? Ja, die spielt natürlich auch mit. Eine der Schweigertöchter spielt natürlich auch mit. Also geht darum, GSG 10 Beamte. Til Schweiger ist 10. ein Knall. Sind die noch besser als die GSG 9? Ja, natürlich. GSG 10 ist noch eine Stufe härter. Til Schweiger, GSG 10 Beamter der ganz krassen Sorte. Er ist ein absoluter Mega-Hardliner, macht unglaublich viel kaputt, hat 20 Einsätze und 22 Dienstbeschwerden oder sowas. Auf der anderen Seite Matthias Schweighöfer, dem sein Vater schon Polizist war, ganz hohes Tier, aber eigentlich eher so Bämul ist. Ich bin hab's heute mit schwäbischen Begriffen. der ist auch in der Einheit, oder? Ja, der ist auch in der GSG 10, aber halt in der Waffenkammer. Er hat ein fotografisches Gedächtnis, aber hat es überhaupt nicht so mit Gewalt und so. Und was für eine Rotze. Scheiß, die waren dann. Also ich habe zwischenzeitlich gedacht, ey, Warner Brothers, Respekt, dass ihr dafür wirklich noch Geld reingibt. Ihr seid da nicht mehr ganz sauber. Ey, es ist alles so ein bisschen auf super seicht, mega witzig gemacht. Also die Geschichte ist auch relativ schnell erzählt. Die nach einem Sondereinsatz werden die beiden, weil es da zwischen den beiden irgendwie rappelt, also der Matthias Schweighöfer geht ja gar nicht mit auf Einsätze, ist ja schon mal klar. Aber die werden quasi strafversetzt zur Bewachung von Schloss Bellevue. Daraus wird dann die Tochter des rumänischen Konsulats oder sowas entführt und da sie es nicht verhindern können, werden sie natürlich suspendiert und machen sich dann auf eigene Faust quasi auf den Weg dorthin. Dieser Film ist vollgepackt mit Werbung, dass es schon frech ist. Also das ist schon nicht mehr schön. Wenn man zum Beispiel... Oh ja, ich habe jetzt irgendwie Bock auf einen Cheeseburger. Dann lass uns doch zu McDonald's gehen. Oh, ey. Und dann, Entschuldigung, ich muss ganz kurz husten. So, dann stehen sie 5 Minuten beim Drive-In-Schalter. Die ganze Zeit siehst du schön das McDonald's-Logo, die Angestellte. Und oh ja, und ich hätte gerne einen Hamburger mit Käse, aber ohne Gürkchen und ohne das und ohne das. Ja, was haben sie denn da für einen Burger? Und dann gehen sie quasi noch die Burger-Palette durch. Oh. Ey. Wo ich mir schon denke, so, ey, muss denn das jetzt sein? Und dann kommt, ja, wir haben auch noch Hot Dogs. Und ich denke mir nur so, hä? Und ich weiß nicht mehr, es gab, glaube ich, mal eine Zeit, wo es bei McDonald's Hot Dogs gab. Ja, gab's mal. Und ich glaube, das war dann sogar zu der Zeit, wo der Film lief. Ich habe mal eine Frage. Vielleicht wollten Sie damit den Absatz pushen. Liegt das daran, heißt der Film deswegen Hot Dogs? Nee, Hotdog. Weil die bei McDonald's Hotdogs bestellt? Nein, Hotdog ist ihr Codewort für ich komme aus der Situation alleine nicht raus, du musst mich retten. Weil ein gutes Team hat ein Codewort. Aber ja. Gibt's auch. Es ist so unterirdisch geschauspielert alles, von allem drumherum unterirdisch geschauspielert. Die rennen, eine meiner Lieblingsszenen ist wirklich, du siehst so eine Großaufnahme vom Haus und dann rennen 4 Bösewichte von der Seite rein und stehen, also so richtig schlecht. Es ist einfach nur richtig schlecht. Und eröffnen das Feuer. Ja, die schießen auf Til Schweiger, der mitten auf dem Feld steht. Gibt es wenigstens Action? Und die schießen, was weiß ich wohin. Das, ey,
Alter Verwalter. Also die treffen, glaube ich, alles, aber nicht Til Schweiger, der als einzige Ziel weit und breit ist. Und dann halt auch so Situationen, dann retten sie sich in ihr panzergeschütztes Fahrzeug da und haha, die Scheiben sind kugelsicher und haha, hier kommt keiner rein. Matthias Schweighöfer macht erstmal die Scheibe runter. Haha, ihr könnt so viel schießen, wie ihr wollt. Ihr seid ja so doof. Und dann schießen sie und dann spritzen, dann schießen sie natürlich alle auf das Fenster, aber keine Kugel trifft Matthias Schweighöfer, der den Fensterrahmen auffüllend, also wirklich ausfüllt. Keiner trifft und es fliegen Scherben in die Luft. Total unlogisch. Oh. Also er hat sein Asthma-Spray nicht, er muss irgendwie eine Tüte atmen. Hier, ich habe nur ein Kondom. Also atme mal in das Kondom. Wie lustig. Ja, wie lustig. Und dann siehst du halt, wie Til Schweiger über Matthias Schweighöfer kniet und du siehst die ganze Zeit, wie das Kondom aufgeblasen wird und wieder runterfällt. Also, eine Scheiße, die ich selten gesehen habe. Ich also weiß schon, warum ich keine Matthias Schweighöfer-Filme mehr angucke. Auch keine wie heißen die? Til Schweiger und Matthias Schweighöfer. Ich gucke das nicht mehr an. Das ist nur noch Banane. Das ist nicht mehr Banane. Gesehen, das ist einfach eine Frechheit, was man da auf die Leinwand wirft und mit was für Geld man da umgeht. Also ganz ehrlich, da ist sogar ein verschimmelter Cheeseburger von Mc's ist noch besser wie dieser Drecksfilm. Ja, also aber ich gibt Publikum dafür, echt? Chris. Es gibt die ganze Jugend heute, guckt sich das an. Ja. Meint ihr? Ja. Ich hoffe nicht. Also was für eine Rotze, wirklich. Ich habe nicht einmal gelacht, ich habe nicht einmal geschmunzelt. Wo kam der Film eigentlich jetzt? War der auf Sky? Auf Sky läuft der. Sky. Ah, ja, okay. Es gibt übrigens einen Film von 1984, Hotdog, der Typ mit dem heißen Ski. Ja. Also ich finde es übrigens schön, ich habe gerade hier bei IMDb auch unten ein User-Review gelesen, der sagt genau das Gleiche. There is just an overkill of product placement, grocery place, like Mercedes, McDonald's and many more. Oder auch der, ich weiß gar nicht, was, ein Pepsi-Laster? Ich glaube, ein riesen Pepsi-Laster fährt zweimal durchs Bild. Oh Mann. In epischer Größe und du denkst dir nur so, what the fuck, Leute, ey. Oh. Ich suche gerade irgendwo mal die Einspielergebnisse, aber ich finde da gerade zu dem Film nichts. Ich habe aber beim Movie-Pilot auch eine lustige Kritik gefunden. Da schreibt einer, das wäre ein Kandidat für Tele5 Schläferz, was ich auch sehr gerne gucke. Ne? Und er hat auch ein Trinkspiel vorgeschlagen, nämlich immer wenn Till zu Matthias Helga sagt, muss getrunken werden, immer wenn Theo die Fresse aufmacht und lange Monologe hält, immer wenn Klischee-Alarm herrscht, immer wenn ein anderer Film in diesem Film verwurstet wird, immer wenn Geschlechterbeleidigungen kommen, immer wenn ein lahmer, vorausschaubarer Gag auf uns losgelassen wird, immer wenn das Wort Hotdog fällt und immer wenn ein Ort gezeigt wird, die Ortsangabe kommt und Theo es nochmal erwähnen muss, weil die Zuschauer ja angeblich nicht lesen können. Das klingt ja ganz furchtbar. Ich nehme an, da ist man dann besoffen nach dem Film. Ey. Nee, da bist du nach 5 Minuten besoffen. Alter. Jetzt habe ich richtig Lust, diesen schlechten Film anzugucken. Ja, ich gucke auch nicht mal, ob ich den glaube ich. Nee, also auf gar keinen Fall. Und auch dieses Helga, woher das herkommt. Du erinnerst mich an meine Tante Helga. Deswegen nennt er ihn. Aber das Helga kommt eigentlich ganz woanders hin. Das haben sie auch wieder verbraten. Rock am Ring bestimmt. Helga ist nämlich von Rock im Park und von Rock am Ring. Ja. Genau. Naja, also. Also, unfassbar. Unfassbar scheiße. Also, das die schönste Szene war eigentlich noch irgendwie in der Diskothek, wo der Schweighöfer angemacht wird mit Bensko verpiss dich. Das ist noch hängen geblieben. Aber ansonsten, es gibt natürlich einen Kleinwüchsigen, der auf einen losgeht. Da hast du allerdings die Stimme ganz hervorragend synchronisiert, weil der hat dann die Stimme von SpongeBob. Oh. Und ey, es ist so unsäglich schlecht. Die Story ist unsäglich schlecht. Die Schauspielerei ist unsäglich schlecht. Es zündet kein Witz. Das Einzige, was wirklich zündet, ist das Product Placement. Vielen Dank dafür. Aber siehst du mal, dafür, dass es so ein schlechter Film ist, haben wir ganz schön viel Sendezeit hier einberaumt. Ja, das tut mir jetzt sehr leid, aber die Sendezeit ist kostbarer wie jede einzelne Minute von diesem Film. Genau, da kann man nämlich dann auch mal davor warnen hier in der Sendung. Du gibst einen Punkt, sehe ich hier. Ja, darf ich 0 geben?
Null. Darf ich Minuspunkte geben? Na klar, du kannst nur null geben. Kann ich die Filmfirma für Schmerzensgeld verklagen? Ich weiß nicht. Für die verlorene Zeit? Ja. Weiß ich nicht. Aber ich bräuchte von dir nochmal einen Oscar-Check. Okay, Moment. Oscar-Check. Nummer zwei. Da ihr den Film schon besprochen habt, werde ich mich kurz fassen. Bohemian Rhapsody. Oh, herrlich, ne? Oh. Is this the real life? Oh, is this, is this just fantasy? Ja. Oh. Das muss ich gerade überlegen. Also ihr habt ja schon mal den Film eigentlich komplett besprochen gehabt. Ich weiß gerade nicht, in welcher Ausgabe das war. Es geht um die Geschichte von Queen, wie die sich finden. Rami Malek spielt, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Eddie Murphy. Freddie Mercury. Und ja, wie die sich damals gefunden haben, eine ganz nette Anekdote, wie die überhaupt zusammengekommen sind, wie Rami Malek alias Freddie Mercury ein bisschen auch Probleme hatte, auch mit seinem Aussehen und mit seiner Familie, und wie er dann auch so diesen Lifestyle lebt und ja, Frau findet und so weiter. Ganz kurz nur, und am Schluss sieht man dann fast in Echtzeit den langes Konzert, den Auftritt bei Live Aid damals in dem großen Wembley-Stadion, was ja so ein absolutes Highlight dann war. Und der Film hat mich total mitgerissen. Ich habe stellenweise fast vergessen, dass Freddie Mercury nur gespielt wird von Rami Malek. Also der war ja so nah dran hier. Hat mir ganz, ganz toll gefallen. Also sein Golden Globe als bester Hauptdarsteller. Also wirklich absolut. Weil, ich sag mal so, man kann ja irgendwie Rollen spielen. Wenn man jetzt zum Beispiel mal nimmt Clint Eastwood, den wir letztens in dem Film hatten, da verstellt er sich halt nicht. Er spielt halt einen alten Mann, ne? Während hier, der muss sich ja wirklich komplett verstellen, Rami Malek, und er spielt das einfach so extrem gut. Und für mich wäre der auch der Oscar-Favorit für die beste Hauptrolle. Und insgesamt, der Film ist absolut sehenswert. Der reißt einen mit, wenn die Songs kommen, das haut einen mit rein. Und es gab ja vorher mal so ein bisschen Ärger mit dem Film, als der gedreht worden ist. Dann ist der Regisseur ist ja abgesprungen, und dann hat Dexter Fletcher übernommen gehabt, und trotzdem steht aber Bryan Singer, der ja hier X-Men zum Beispiel gemacht hatte, als Regisseur drin. Wobei man durchaus manchmal auch so ein bisschen unterschiedliche Handschrift sieht in der Art, wie es gedreht ist, fand ich. Darauf habe ich halt auch ein bisschen geachtet. Was ich aber eher cool fand, eigentlich sollte hier auch wieder irgendwie Sacha Baron Cohen, der wurde irgendwie für alle Rollen gehandelt. Macht der eigentlich überhaupt was, oder wird er einfach nur gehandelt? Immer? Ich glaube, der wird nur gehandelt. Der sollte ja eigentlich Freddie Mercury spielen, aber ey, nachdem ich das jetzt gesehen habe, sage ich, okay, besser geht's nicht. Und das ist so eine Hommage, so eine Würdigung dieses ganzen von Freddie Mercury, dieser Person und dieser Band auch, was sie bewirkt hat in der Zeit. Und auch wenn nicht alles genauso passiert ist. Ja, aber da kann ich mir auch diverse Dokus angucken, hier auf dem History Channel oder irgendwo, dann weiß ich vielleicht genau, was da passiert ist. Ist halt gut, wenn das so ein bisschen gestrafft ist und ein bisschen Drama reingebracht ist und was da alles so dazugehört, ne? Also von mir ist der auch, jetzt gucke ich mal ganz kurz, was ich hier gegeben habe. Oh, ich habe ja 4,5 von 5 gegeben, also entspricht ja irgendwie 9 Punkte. Also ich gebe 9 Punkte. Also für mich, von denen, die ich bis jetzt gesehen habe, ist das mein Oscar-Favorit, also mein persönlicher. Also den würde ich mir wünschen, dass der auch den besten Film gewinnt. Nicht wie letztes Jahr, der mit dem Fischbumsen da. Oh. Ich muss das immer noch mal droppen. Und ein was ganz kurz. Ich habe gestern Abend mit meiner Frau zusammen Erschütternde Wahrheit geguckt. Den habe ich nämlich aufgenommen gehabt. Ich wollte nur noch mal erwähnen, dass es ein richtig guter Film ist. Ist also, er auch, ja. Ja, der Chris hat ihn ja auch irgendwie noch mal geguckt gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ja, der ist mega. Ich habe den irgendwann mal aufgenommen, oben auf dem Receiver. Und nachdem gestern nichts im Fernsehen kam, habe ich da durchgeguckt und habe ich gesagt, hier der Film, der könnte dir gefallen und so. Und da haben wir den geguckt, ja. Und ich war auch. Das ist witzig, allein durch diesen Film, weil der so präsent ist, auch immer noch in meinem Kopf,
kann ich mir endlich merken, was das englische Wort für Gehirnerschütterung ist. Concussion. Genau. Nur dank diesem Film. Und ich möchte da gleich nochmal auch wieder drauf nochmal eingrätschen, wie aktuell dieses Thema immer noch ist. Das sieht man jetzt zum Beispiel beim VfB mit Baumgartl, der letztes Jahr diese Gehirnerschütterung hatte und jetzt wieder mit Brummschädel ausfällt, weil er wohl irgendwo im Training mit irgendwas zusammengestoßen ist. Hey, das ist einfach kein Spaß. Und das muss komplett, wenn überhaupt, ausheilen. Und wenn es dann überhaupt nicht funktioniert, muss man aufhören, weil das Gehirn wirklich Schäden davon tragen kann. Und zwar ganz gewaltige. Das kapieren viele im Sport immer noch nicht. Egal ob Fußball, American Football, Eishockey, es kapieren viele immer noch nicht. Kannst halt auch nicht reingucken oder mal reparieren oder sowas. Einen gebrochenen Knochen kannst du irgendwie flicken oder irgendwas. Aber da kannst du halt kaum was machen da. Genau. So viel zum Thema Oscar-Checks für diese Woche. Für nächste Woche habe ich auch schon einen geplant. Den welchen nächsten denn? Verrate ich noch nicht. Aber ich will vielleicht mitgucken. Will auch gucken. A Star is Born. Du musst doch auch Oscar-Checks machen. Schließlich habe ich extra Urlaub genommen. A Star is Born. Oh, Star. Nee, den will ich nicht sehen. What? Okay. Oscar. Ich mag Lady Gaga nicht. Da halt nicht. Egal. Dann schauen wir doch mal, was es so Neues gibt hier in der ganzen Welt des Kinos. Kinocharts und Neustarts. Dann machen wir halt erst die Charts. Okay, Platz 10 in Deutschland, Maria Stuart, Königin von Schottland. Platz 9, Robin Hood. Platz 8, Creed, Rocky's Legacy. Der soll übrigens im Deutschen total scheiße sein. Schlecht synchronisiert, unwitzig, unspannend, runtergeleiert. Irgendwie habe ich jetzt diverse Kritiken gehört. Da können wir echt froh sein, dass wir den in OV hatten. Weil mir hat er ja sehr, sehr gut gefallen. Ja. Gerade so. Ja. Das von Sylvester Stallone, wenn er so rumgenutzt hat. Platz 7, Kalte Füße. Platz 6, Aquaman. Platz 5, Immenhof, das Abenteuer eines Sommers. Platz 4, Der Junge muss an die frische Luft. Platz 3, Ralf Reichts, Teil 2, Chaos im Netz. Platz 2. Unbedingt sehen. Ja. Genau, wenn in der Sneak irgendwelcher Quatsch kommt, dann gehen wir einfach rüber in einen Saal. Da rein, genau. Platz 2, Manhattan Queen. Platz 1, Glass. Das will ich auch sehen. Jo. Das ist bestimmt geil. Und Neustarts in dieser Woche, das sind die vom 31.01. Da startet Oscar-nominiert Green Book, den wir leider nicht in der Sneak hatten. Der steht nämlich bei mir auch noch auf der Liste. Den werde ich dann auch irgendwie gucken, wenn der zeitlich irgendwie so läuft, dass ich da cool rein kann. Ein Roadmovie über den schwarzen Pianisten Don Shirley und dessen weißen Chauffeur Tony Lip, gespielt von Viggo Mortensen. Die quasi durch die Südstaaten der USA touren und der Viggo Mortensen, der muss ihn dann immer wie so ein Leibwächter dann auch beschützen und dadurch die Situationen durchbringen, die Anfeindungen und alles. Ne? Spielt halt irgendwo so in den 60er Jahren. Dann The Possession of Hannah Grace, ein Exorzismus-Horrorfilm. Im Horrorfilm mit dem Pretty Little Liar-Star Shay Mitchell wird eine Nacht im Leichenhaus zum Albtraum, als ein Kadaver unerwartet wieder zum Leben erwacht. dann ein Film, da muss ich mit meinem Kleinen rein, das habe ich ihm versprochen. Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten. Wer Checker Tobi nicht kennt, hat keine Kinder, denn Checker Tobi ist auf dem Kika. Es gibt diverse Checkers, es gab Checker Chan, es gibt Checker Tobi, es gibt diverse andere Checkers. Je nachdem, wenn die ein gewisses Alter erreicht haben, kommt wieder ein neuer, da übergeben die das schön. Ganz kurz, Checker Tobi ist die blonde Grinsekatze, oder? Ja. Okay. Und genau, das gucken nicht nur Kinder gerne, weil da fährt man auch so ein bisschen Sendung wieder mausmäßig. Coole Sachen aus der ganzen Welt und hier reist Checker Tobi nämlich um die Welt und entdeckt den Rand eines aktiven Vulkans, die kalte Arktis und die Tiefen des blauen Pazifiks. Und das möchte mein Kleiner unbedingt sehen und ich bin da auch nicht abgeneigt. Also bei anderen Filmen, wo jetzt irgendwie ein Kind rein wollte von mir, dann habe ich eher gedacht so, naja, ob das was ist. Aber ich glaube, der ist schön. Der Trailer sieht gut aus. Gerade so Welt entdecken hier, so Tiefsee auf der großen Leinwand, kommt gut. Plötzlich Familie kommt. Hatten wir eine Sneak Preview, fanden wir alle ziemlich gut. Eine, ja, hier wird es als Familienkomödie, also es ist nach wahren Begebenheiten. Mark Wahlberg und Rose Byrne adoptieren drei Kinder unterschiedlichen Alters, ein Teenager-Mädchen und zwei kleinere, und müssen dann irgendwie mit denen zusammenwachsen. Was alles sehr cheesy und langweilig klingt, ist eigentlich sehr lustig und cool gemacht. Mia und der weiße Löwe,
ein berührender Abenteuerfilm für die ganze Familie über eine Beziehung zwischen einem Mädchen und einem weißen Löwen, die sich auf eine gefährliche Reise begeben. The Mule läuft an, hat man auch in der Sneak, mit Clint Eastwood, der zum Drogenkurier wird, mehr oder weniger unfreiwillig, und dann damit aber gutes Geld verdient und es weitermacht, basierend auch lose auf einer wahren Geschichte. Dann ein Film, den ich eigentlich gerne in der Sneak gesehen hätte, der woanders auch in der Sneak Preview lief, Belleville Cop. Das Poster sieht ein bisschen aus wie Beverly Hills Cop. Da spielt Omar Sy, den wir kennen aus Ziemlich beste Freunde oder aus diesem anderen Film, wo der die Tochter, wie hieß der? Plötzlich Papa. Ja, Plötzlich Papa, genau. Ja. Ja, der spielt da einen Pariser Polizisten, der nach Florida versetzt wird und soll dort einen Drogendeal verhindern und ist da mit Luis Guzman zusammen, der dort local ist. Und der Trailer sah ganz nett aus. Hätte ich gerne mal eine Sneak gesehen. Ist jetzt nicht der Riesenkracher, glaube ich, wo man unbedingt rein muss, aber den habe ich mir auf jeden Fall vorgemerkt, weil ich mag ja Miami, da war ich auch schon diverse Male und da sieht man im Trailer schon übelst viel von Miami. Okay, den muss ich mal sehen. Bibi Blocksberg läuft noch an. Realverfilmung des Kinderbestsellers mit Bibi und der bösen Hexe Rabia, Emil und Detektive. Achso, das ist wahrscheinlich wieder irgendwo ein Kinderfilmfestival, deswegen laufen die alle an. Emil und Detektive, Fliegende Klassenzimmer und Big Fish und Begonia. Und dann, achso, hier Pünktchen Anton auch noch. Meine Güte, also da ist irgendwo anscheinend, vielleicht ist der Goldene Spatz oder so, Kinderfilmfestival. Na gut, das war's mit den Kinostarts und Charts. Ist irgendwas dabei, was euch ins Kino zieht? Charts, Glas, würde ich sagen. Ja. Neustarts, irgendwas gewesen? Greenbook. Haben wir die meisten ja schon gesehen? Greenbook vielleicht, ja. Ja, Greenbook vielleicht. Okay, dann gucken wir jetzt wirklich mal, was es so Neues gibt. Sneak Preview. Auch meinen kleinen Blick hier rein. Ich habe hier einen, bevor wir zu den Oscar-Nominierungen und Races kommen, ich habe hier einen Trailer mal verlinkt. Habt ihr den schon geschaut? Sonst wäre ich ein bisschen was drüber erzählen. Ja, natürlich. Mhm. Der Trailer ist zu der Serie, zu einer neuen Netflix-Serie, die heißt The Umbrella Academy. Und den Trailer gibt es erstmal nur auf Englisch. Ich weiß nicht, wann das dann letzten Endes kommt. Vielleicht hat das auf YouTube gibt es ihn auf Deutsch. Ah, tatsächlich? Okay. Mhm. Da geht es darum, dass irgendwie, ich glaube, fast 50 Kinder werden gleichzeitig irgendwie geboren von Frauen, die überhaupt so völlig unbefleckte Empfängnis, sagt man da, glaube ich. Und ein reicher Typ adoptiert 7 von denen und steckt sie in diese Umbrella Academy, denn alle von denen haben irgendwie so besondere Fähigkeiten. Erinnert durchaus ein bisschen an X-Men, oder? Ja. Ich höre nichts von den erfahrenen Leuten. Das stimmt. Doch, also es gibt mir zu grübeln. Vom Gefühl her hat man das alles schon gehabt. Das ist so ein bisschen wie irgendwie hier Titans, aber auch X-Men. Wobei ich sagen muss, dass die Umbrella Academy vom Trailer her mir viel mehr Spaß gemacht hat und viel mehr Bock drauf gemacht hat, als wie jetzt Titans. Das stimmt. Ich habe mit Titans nicht angefangen. Hat mich nicht interessiert, aber die Umbrella Academy habe ich auf der Liste. Werde ich angucken. Denn auch die Darsteller, also Ellen Page, ja. Tom Hopper, Rob Sheehan und so, die man da sieht und die anderen, die man so teilweise ein bisschen nebenbei sieht, die haben mir gut gefallen. Also in dem kurzen Trailer und die Stimmung. Ich dachte erst, es hat was mit Resident Evil zu tun. Da gibt es ja auch diese Umbrella Corporation. Vielleicht ist so ganz bewusst so ein bisschen Name-Dropping oder sowas, aber dann habe ich gehört, das Ganze basiert auf einem Comic. Schweigenwalde, oh je. Das stimmt. Nein, ich bin da so ein bisschen gezwiespalten, weil ich weiß nicht, gefühlt stürzt man sich jetzt auf einfach jedes Comic, das noch irgendwie rumfährt, bös gesagt rumliegt. Das ärgert mich so ein bisschen. Ja, wenn sie es gut machen. Sind dir zu viele Comic-Adaptionen gerade? Ist halt nicht just another Marvel and DC Serie, sondern ist halt mal was anderes, ne? Ist ja Dark Horse. Ja, klar. Ja, aber. Startet am 15. Februar. Ich bin noch nicht so begeistert. 15. Februar, ich habe es gerade rausgefunden. Also mir hat der Trailer sehr, sehr gut gefallen.
auch so die sag mal, die Spezialfähigkeiten, die so haben, das sah irgendwie cool aus. Ich bin leicht zu beeindrucken bei sowas. Ja, was mir zum Beispiel auch gefallen hat, war im Trailer, da sind die ja quasi alle in diesem Haus und dann tanzen die und dann fährt die Kamera so raus und du hast das Haus wie in so einem Querschnitt, wie so ein Puppenhaus, aber du siehst die Personen in den Zimmern noch. Ich glaube auch, dass das ziemlich cool gedreht ist. Ja, also das... Deswegen, also ich hätte da schon Bock drauf, da mal reinzugucken. Ja gut, das läuft ja auf Netflix, das heißt, du wirst ja dann gleich, wenn das startet, dann alles ich wegsaugen. Ich hab's jetzt schon auf der Liste. Alles aufsaugen, was da sobald dies erscheint. Selbstverständlich. Ja, aber cool, ne? Also gefällt mir ganz gut. Da an Ellen Page und sowas. Das kann man. Dann kommen wir mal ganz kurz zu den Oscar-Nominierungen. Die werden wir jetzt nicht im vollsten Detail alles durchgehen. Da gibt es ja tausende Kategorien und so. Es gibt auch ein Tippspiel bei uns auf der Seite und wir machen das diesmal zusammen mit den Kollegen von den Leinwandperlen. Das heißt, die haben genau dieselbe Datei verlinkt. Das heißt, egal wo ihr mitspielt, bei uns oder bei den Leinwandperlen, dann kommt das alles in eine große Datei rein. Und wir haben dann alle eure Daten. Das ist das, was wir wollen. Die verkaufen wir dann. Nee, Spaß beiseite. Ja, Name eintragen und E-Mail, falls man doch. Es ist bis jetzt noch nicht geplant, dass wir da ein Gewinnspiel draus machen. Ist erstmal nur, je nachdem, wer dann gewinnt. Vielleicht basteln wir irgendeine kleine Trophäe oder sowas für den besten Tipper oder irgend sowas als Grafik, die derjenige oder diejenige dann auf ihren sozialen Netzwerken teilen kann oder so. Wer weiß, mal sehen. Ist jetzt irgendwas dabei, was euch überrascht hat bei den Kategorien? Ich finde es tatsächlich witzig, dass The Ballad of Buster Scruggs nominiert ist. Ja, da ist mir gleich eingefallen, dass der Chris das ja quasi schon proaktiv geschaut und empfohlen hat. Das war mein Oscar-Check. Ja. Oscar-Check. Oscar-Check. Also ja. Das ist jetzt quasi auch für mich so die Liste, was ich jetzt in den nächsten Wochen noch nachholen muss. Bei diesem Roma, ich muss sagen, ich höre ja nur Gutes davon, den gibt es ja auf Netflix, aber ja. Ich habe da mal 5 Minuten geschaut irgendwie. Ich komm, und wenn ich denke, ich habe dann noch 2:55 vor mir von diesem mexikanischen, auf mexikanisch mit Untertiteln Schwarz-Weiß-Film. Ja. Oh. So ging es mir aber der Letzte auch, weil letztes Jahr war doch Call Me By Your Name so bekannt. Und der kommt jetzt auf Sky. Ich habe ab gestern Abend 5 Minuten reingeguckt und das ist die ganze Zeit auf Italienisch, glaube ich, mit Untertiteln. Also wirklich, sagen wir mal, 80% des Films ist andere Sprache, Untertitel und das, ich habe es nicht geschafft. Der Film soll toll sein, aber ich habe es nicht geschafft. Ich gucke ihn nicht an. Und das geht mir bei Roma genauso. Vielleicht ist das mein Cheat-Film dieses Jahr, dass ich den auslasse und gucke ich halt die restlichen oder so. Ich hatte ja auch wie ist das eigentlich, wenn man beim Tippspiel mitmacht, kriegt man da eine E-Mail mit dem, was man getippt hat? Nein. Warum nicht? Weil es nicht geht. Das ist aber schade. Weil das geht ja in ein Google-Dokument rein und sonst habe ich das immer händisch für die gemacht, die es haben wollten. Also das heißt, da fällt ja hin so eine Art Excel-Tabelle raus und dann einfach so aus der Excel-Tabelle dann nochmal irgendwie ein Dokument kreieren, wo das alles untereinander aufgelistet ist. Ja, aber es ist einfach zu viel Aufwand. Das ist halt nicht mehr für die Menge an Teilnehmern, ja, verstehe schon. Also am besten, war nur Interesse halber. Am besten, was ich empfehlen würde, wenn das jemand macht, man kann ja, wenn man jetzt hier klickt, ich bin ja gerade auf der Seite, jetzt klicke ich zum Beispiel bester Film Bohemian Rhapsody, scroll runter, klick bei beste Regie, Spike Lee für Black Klansman, dann sieht man ja, wo die Punkte sind und dann speichert man sich einfach diese Webseite als PDF. Ja, das geht auch. Ja. Also keep it simple, ja. Ja, übrigens auch Überraschung finde ich, Black Klansman in sehr vielen Kategorien nominiert. Ja, sehr, das fand ich auch sehr, cool. Sehr cool. Also umgekehrt, wir hatten ja Black Klansman in der Sneak Preview, das war ja schon mal ganz gut und da hört es auch, glaube ich, dieses Jahr schon auf. Jetzt scrolle ich mal noch ein bisschen durch. Hatten wir noch irgendwas in der Sneak Preview? Nee. Hier auch nicht von denen. Nee. Den Beale Street hatte ich ja mal ein bisschen gehofft, dass wir den kriegen, aber der ist auch nur für eine Nebenkategorie. Ja, dafür, also wir hatten auch leider Werk ohne Autor nicht, den hätte ich auch gern gesehen. Dafür hatten wir aber einige Filme in der Sneak Preview, die für die Goldenen Himbeeren nominiert sind, um da gleich mal zu leiten. Denn wir hatten von den 5 Filmen, die nominiert sind für Worst Picture, also schlechtester Film 2018,
hatten wir sage und schreibe 3 in der Sneak Preview. Und der 4. ist nur ganz knapp an uns vorbeigegangen, wie ich gehört habe, denn der lief in vielen Sneak Previews, nur nicht bei uns. Also ich rede von Winchester, den hatten wir in der Sneak. Oh. Robin Hood hatten wir in der Sneak. Ja. Holmes and Watson hatten wir in der Sneak. The Happy Time Murders ist der Film, der an uns vorbeigegangen ist. Und Gotti gab es noch, der aber wohl so einen begrenzten Kinostart hatte, dass der wohl der fast niemand gesehen hat. Dann auch so Themen wie schlechteste Regie, Regisseur, Ethan Coen für Holmes and Watson, dann The Spierig Brothers für Winchester. Ja, übrigens als schlechteste Darstellerin, was mich ein bisschen wundert, ist Jennifer Garner nominiert für Peppermint. Oh, warum? Fand ich jetzt nicht, weil die fand ich gut. Also okay. Ich mag sie halt auch in der Rolle. Ich hoffe mal nicht, dass sie das kriegt. Ich denke mal eher, es wird Melissa McCarthy für The Happy Time Murders oder hoffentlich. Amanda Seyfried für The Clapper. Aber ist Melissa McCarthy nicht auch für einen Oscar nominiert? Ja, für einen anderen Film, aber was ganz witzig ist, als schlechtester Darsteller ist Donald Trump nominiert für Fahrenheit 11.9, hier diese Dokumentation. das ist ganz... warte mal, ich werfe mal kurz die Liste hier in unseren Chat rein, dass ihr da vielleicht auch mal gucken könnt hier. Schlechtestes Remake, Rip-Off oder Sequel, unter anderem Deathwish nominiert, Holmes and Watson, The Meg, den Hai-Film, ich mag ja Hai-Filme, den fand ich ganz okay, also Rubrik Hai-Filme, und Robin Hood auch nominiert, ja, ansonsten, ja, sind halt die Razzies, ne? Ist zumindest mal nicht ein Film, es gab ja schon Jahre, wo ein Film für irgendwie eine schlechteste Rolle nominiert war, gleichzeitig auch für einen Oscar nominiert war, also von daher, naja, mal gucken, es bleibt spannend, auf jeden Fall deutscher Kandidat, bei den Oscars jetzt ist der Film, ich hatte es vorhin erwähnt hier, Dings hier, helf mir mal, Lisa, ich finde es gerade nicht. Was meinst du denn? Der deutsche Oscar-Nominierte. Werk ohne Auto. Genau, vielen Dank. Ja, Werk ohne Auto ist in 2 Kategorien nominiert. Einmal als bester fremdsprachiger Film und einmal bester irgendwie Darsteller oder sowas, Nebendarsteller. Also das sind die 2 Oscar-Hoffnungen dieses Jahr. Leider kein Kurzfilm nominiert. Keiner aus Stuttgart oder Ludwigsburg. Auch aber dafür ein sehr kontroverser. Da bei den Kurzfilmen ist einer dabei, der heißt irgendwas mit Dis, irgendwas. Keine Ahnung, auf jeden Fall, da geht es um den Mord an einem 2-Jährigen, der von 2 10-Jährigen begangen wurde. Und die Mutter des 2-Jährigen geht gerichtlich davor gegen vor. Die wurde gar nicht gefragt, ob der Film überhaupt gemacht werden darf. Hat auch schon Schreiben auch an die Academy geschickt und hatte darum gebeten, ihn nicht zu nominieren. Und jetzt wurde doch nominiert und die ist sehr, sehr verzweifelt, weil sie das alles gar nicht will. Sie will gar nicht, dass die Geschichte von ihrem Sohn so dargestellt wird. Und vor allem, es wird wohl sehr bildlich dargestellt, wie dieser 2-Jährige stirbt. Das ist schon krass. Also ganz übel. Habe ich auch gehört, dass da momentan so ein kleines Skandälchen. Kann man nur nicht merken, wie der Film heißt. Dass die auch, ich weiß gerade auch nicht, was ist, dass die auch gesagt hat, irgendwie, sie sollen, die Academy soll nicht für diesen Film stimmen. Ja. Also die können ja ihre Stimme abgeben. Ich glaube, es heißt Detainment. Ja, irgendwie sowas, ja. Naja, also liebe Hörer, nutzt das Tippspiel auf kinocast.net, oben in den Balken. Oscar 2019 Tippspiel oder bei den Kollegen von den Leinwandperlen auf leinwandperlen.de. Oben auch in diesem Balken drinnen, Oscar 2019. Ihr könnt noch bis zum, quasi am Vorabend, könnt ihr noch tippen, wenn ihr noch irgendwas gucken wollt. Also ich warte da auch noch, die Kate hat schon getippt, habe ich gesehen. Ich muss erstmal noch abwarten, ich muss erstmal noch ein paar Sachen gucken, bevor ich... Nein, ich habe gleich mein erstes Gefühl abgegeben. Bevor ich mich in der Lage fühle, hier ein Urteil zu fällen, muss ich erstmal noch ein bisschen was gucken. Okay, so, dann sind wir soweit durch heute, würde ich sagen. Ich werfe noch einen Blick bei Amazon rein, in die was so gekauft worden ist. Oh, jetzt will der hier Two-Factor-Authentifizierung. Jetzt schicken die mir eine SMS, die nicht ankommt, weil ich hier im Kellerbüro sitze. dann wird es halt auch nichts. Dann
Ja, vielen Dank an euch beide fürs Mitmachen. Ich hoffe, liebe Hörer, ihr wisst das zu schätzen, dass der Chris sich hierher gequält hat mit seinem Männerschnupfen hier. Nur wegen dem Oscar-Check. Das kann schlimm enden hier, so eine Männererkältung. Also wir wissen ja alle, wovon wir sprechen. Tödlich. Ja, genau. Ja. Also, vielen Dank an euch beiden fürs Mitmachen. Macht's gut dann. Wir sehen uns morgen in der Sneak, hoffe ich. Ansonsten bis bald. Tschüss. Sehr gerne. Ciao. Chris, bist du noch da? Ja, dann war es der Richtige. Ich habe nicht mal was gesagt. Ja, ich habe dein leises Grundrauschen gehört. Deswegen. Chris, bist du noch da? Hallo? Ja, ich habe dein leises Hallo? Grundrauschen gehört. Ja, so. Leise Grundrauschen. Bis bald im Kinocast.